Also, könnt ihr mich auch nicht hören? Ja? Gut. Ich bin MC und ich habe das Transparenz-Toolkit geschrieben mit zwei anderen Leuten. Und was wir versucht haben, ist, den Watchern zuzuschauen. In Mai haben wir eine Datenbank von 20.000 Leuten in der Mitarbeiter-Community gemacht. Das haben wir IC-Watch genannt. Das sind Leute, die über ihre Arbeit unklassifiziert reden und Programme auf dem offenen Internet. Wir haben die gesammelt mit Sammelsuchseiten und in den Snowden-Dokumenten gefunden. Und heutzutage veröffentlichen wir ein Update zur IC-Watch, die Datenmenge verdoppelt in der Datenbank. Und das ist, warum wir jetzt, warum alle da zuschauen wollen. Also, für die Leute, die dieses Projekt noch nicht kennen und die Dinge, die dort zu finden sind, die Suchmethoden, will ich ein paar interessante Beispiele zeigen von interessanten Sachen, die in der Datenbank gefunden werden können. Das ist Laura Lessel und sie arbeitet bei einem großen Nachrichtenkontraktor, also IT, und sie hat als Armee-Interrogator im Irak angefangen. Die Informationen, die sie damals gesammelt hat, hat viele Leute gefangen genommen lassen und ein Teil ihrer Arbeit ist es, auch sicheres und menschenähnliches Verhalten von Hunderten von Leuten gemacht hat. Dann hat sie für eine andere Firma gearbeitet, Excellus, in Afghanistan, und dieser Laden war ein bisschen anders. Hat versucht, Leute zu finden, um sie umzubringen. Sie hat gesagt, als Teil dieser Arbeit hat sie viele Nachrichten benutzt, um Menschen zu untersuchen und Kommentare. Und sie haben 135 targeted Leute zu finden, um Leute umzubringen. Sie hat nicht viele unsichere Worte da drin. Das ist ein sehr häufiges Problem, wenn man sich diese Resümees anschaut. Also ich möchte ein paar Sachen, wie man das interpretiert. So. Signal Intelligence ist, was die USA macht, die NSA macht. Sammelt Daten von angefangenen Daten. Kommentiert sie. Signal Intelligence sie von Kommunikationsdaten. Current effort. Und Human Intelligence ist, man fragt Leute. Frage, wie man Sachen, die man bekommen hat, ob Leute was gesagt haben oder die man gekauft hat. Die Priority Effect ist eine Liste von Leuten, die Amerikaner umbringen wollen oder gefangen nehmen wollen. Und F3A steht für Find, Fixed, Finish, Exploit und Analyze. Also finden und sammeln und herauskriegen, was das bedeutet. Und wir haben vor kurzem erfahren, dass das bedeutet, quasi, dass es Drohnen-Tracking ist. Und das letzte ist, dass es ein Umbringen eines bewegenden Ziels. Sie hat F3A-Methodologien benutzt, um Daten zu sammeln, um 128 Target Power Tracking gemacht hat. Dann bedeutet das, dass sie auf Daten, die sie empfangen hat und Leute, die sie Menschen, die sie eventuell auch durch Torture bekommen, also durch Killen, hat sie beschlossen, wer getötet oder gefangen genommen werden soll. Also Leute, die Folter mit Daten noch. Die Nachrichteninformationen hat eine lange Zeit eine Attitude von einfach alles sammeln. Und wenn man anfängt, alle Daten zu sammeln, die sie konnten, aus allen Quellen. Und eine der ersten Projekte in die Richtung war Echtzeit-Regionales Gateway. Das ist ein riesiges Projekt, wo Daten gesammelt und verbunden werden aus einer großen Anzahl von Funktionen. Abgefangene Informationen, Daten von Drohnen, Daten von Interrogationen, Abfragen. Ganz normale Sachen, wie zum Beispiel Kartoffelpreise. Und die haben dieses Projekt in 2005 angefangen. Die erste Version von SCSC wurde in Irak benutzt und die heutzutage wird in Afghanistan benutzt. Es ist nicht nur die Amerika. Denn aufgrund von Spiegel-Informationen ist Deutschland die drittgrößte Anbieter von Informationen. Und die Informationen, die gesammelten Werkzeuge, habt ihr vielleicht auch schon gehört. Zum Beispiel CodeRanger, das Projekt, das die USA hat, um rauszufinden, wer geht wohin und mit wem. Und da gibt es ein spezielles analytisches Werkzeug, das nennt sich Sidekick, das relative Abhängigkeiten aus unterschiedlichen Datenquellen, dass sie ausrechnen können für menschliche Menschen im Netzwerk. Das ist sehr anstrengend für Rechenmeister, wenn man alles möglich vorrechnen muss, sind möglichen Bewegungen von Sachen. Aber es ist möglich,
um sehr rechenintensive Sachen zu machen, weil das auf Hadoop gearbeitet wird, und Akumilo für Datensammlung und Speichern, und die sind sehr weit und sind sehr stolz darauf. Eine der Ziele sind sehr weit oben. Ja, interessant. Sachen, die in der Person hat gesagt, das Ziel ist, die ganzen Informationen zu sammeln und sie mit Geolokation integrieren können. Das heißt, sie können Leute finden und auf sie zählen. Sie finden. Eine andere Offizielle hat gesagt, dass das AT&T hat wirklich erlaubt, die Zukunft vorauszusagen. Dadurch, dass die Korrelation, die größte Korrelation, die jemals gemacht wurde, das sind zwei Ziele. Zum einen, alle Leute finden und umzubringen und alles zu wissen. Also, wir wollen alles wissen, was passiert, und zu jeder Zeit, und Dinge zusammenzutun und was rauszuraten, was in Zukunft passiert. Und diese Ziele sind so ein bisschen über dem, was man erwarten würde. Und jemandem, der einfach nur Leute schützen möchte, und es hört sich mehr so an, als würden sie eine Art von Gott werden wollen. Der denke ich, dass er alle Daten sammelt, alles weiß, das irgendwo passiert und einfach jede Person umbringen kann. Aus dem Himmel. Und die Sache ist, dass sie sind nicht Gott, es sind Leute, die daran arbeiten. Das sind ganz normale Leute und sie sind riesige Vorräte und sie haben viele Daten. Und sie nutzen auch viele Daten, die öffentlich verhältlich sind für große Arbeit. Open Source Intelligence. Und das sind ein Pamphlet von einer Startup, das sich ZeroFox nennt, das benutzt Daten von sozialen Meta, um ISIS zu verfolgen. Die Werkzeuge sind ziemlich häufig. Es ist ein weiteres Tool, das nennt sich Alarmism von Lockheed Martin. Und die haben ein wunderschönes Video auf ihrer Webseite, das erklärt, wie das funktioniert. Das könnt ihr jetzt versuchen, mal abzuspielen. Ich hoffe, das funktioniert. Man kann einfach über offene Informationen auch Oppositionen unterdrücken und untersuchen, die offenen Informationen zu untersuchen und wirkliche wichtige Informationen daraus zu machen, ist eines der wichtigsten Ziele. Lockheed Martin, Wisdom Software bietet diese Möglichkeiten, Informationen, offene Informationen zu analysieren und zu verstehen und echte Ereignisse vorauszusagen durch soziale Netzwerke. Das sind unsere Ohren und Augen im Netzwerk. Und das, Wisdom ist das Tool, das wir dafür benutzen. Wisdoms tolle Möglichkeiten, Daten zu sammeln, identifizieren und sammeln Netzwerke, Daten, die von Interesse sind und auch aus offenen Quellen wie Zeitungen und Datenbanken, und die Hochleistungsanalysealgorithmen analysieren das fast in Echtzeit, und deswegen haben wir hochwertvolle Daten und können dann Einfluss nehmen, und deswegen haben wir da wirklich Informationen, aufgrund deren wir handeln können. Und sie benutzen nicht einfach nur das, um Terroristen zu finden, sondern sie helfen auch Walmart, um bessere Arbeitsbedingungen zu finden, und benutzen auch Daten aus sozialen Netzwerken. Und es wird für Unternehmenszwecke benutzt, und es war eigentlich gar nicht mal für Überwachung gedacht. Und als sie das gemacht haben, hat er für General Electric gearbeitet und hatten gehofft, dass sie NBC helfen könnten, um herauszufinden, wie sie es schaffen können, dass ihre Videos viral werden. Und es gibt keine Zugriffsbeschränkungen hier, und es gibt viele Datenbanken, die man einfach durchsuchen kann und nach Verwandten suchen können und rausfinden, wie alt die sind. Und wahrscheinlich ist jeder in Amerika, können sie suchen, und Privatdetektive können es benutzen und Leute, die Anzeigen schalten wollen. Und wenn diese Daten frei verfügbar sind und wenn das für alles benutzt wird, um rauszufinden, wen man töten soll oder Sachen zu verkaufen, warum können wir das dann nicht auch benutzen, um die Überwachungsprogramme zu verstehen? Warum nicht es dafür benutzen, um die Leute zur Verantwortung zu ziehen?
Und wir haben versucht, das zu machen, und wir wollen das möglich machen für alle, so ein offenes Beobachtungsprogramm zu machen. Und auf lange Sicht wollen wir etwas Ähnliches machen, wie die Nachrichtenbehörden das machen können, die Nachrichtendienste, und auch Daten analysieren zu können. Und ich wollte euch gerne eine Demonstration zeigen, eines der Programme, wollen wir Daten, und es ist möglich, dass dies vielleicht auch überhaupt nicht funktioniert. Wir werden es sehen. Und das hier ist der Harvester, und es ist ein Werkzeug, mit dem man Daten sammeln kann aus Online-Quellen und allen möglichen. Und man kann verschiedene Datenquellen auswählen, zum Beispiel ND. Das ist, wenn man einfach irgendjemanden finden will, der über X-Keyscore spricht, und sagen wir zum Beispiel in Maryland, und Daten sammeln. Und es dauert vielleicht eine Sekunde oder so, aber es öffnet dann ein Browserfenster und findet alle Leute, die über X-Keyscore etwas gesagt haben, und lädt alle deren Lebensläufe runter. Und man sieht das, das ist etwas langsam, das ist eine Menge zum Runterladen. Und das ist nur X-Keyscore, das ist relativ wenig. Das war nicht zu verstehen, irgendwas mit Stuxnet. Es dauert noch eine Sekunde oder so. Also wir hoffen, dass wir ganz viele Datenquellen noch hinzufügen können, sodass Leute Daten sammeln können aus ganz vielen, zum Beispiel aus PDFs. Man kann PDFs daraus machen, die dann auf den eigenen Computer runtergeladen werden, und dann hat man eine durchsuchbare Datenbank. Und während das lädt, erzähle ich vielleicht mal ein bisschen von dem Rest. Unser Ziel ist es, Tools zu haben, um Daten zu sammeln und sie in eine Datenbank zu überführen, und Tools, um Daten zu korrelieren von verschiedenen Quellen, dieselbe Firma, dieselbe Person, Lebensläufe und Sozialmedienprofile und sowas, und das zu verbinden mit der Firma, für die sie arbeiten, und Orte, an denen sie gewohnt haben. Und auch um Sachen aus einer Datenbank rauszuholen, zum Beispiel rauszufinden, welche Firmen alle erwähnt worden sind und sowas. Und Tools, um Daten zu durchsuchen, Datenbanken zu durchsuchen, Search Queries für Datenbanken und Daten zu visualisieren in Graphen und Karten. Und gucken, ob das fertig ist. Ja, jetzt. Die Verbindung zu den Tools ist nicht ganz toll, aber es sollte möglich sein, gerade jetzt die Daten zu indizieren und es in ein Suchwerkzeug zu laden. Hoffentlich funktioniert das. Ah, gut. Es dauert wieder eine Weile. Er macht einen Index. Und jetzt kann man sehen, hier, da werden die Daten sein. Gucken. Also hier ist die durchsuchbare Datenbank über alle Leute, die X-Keyscore erwähnt haben. Also ich glaube, indem man diese freie Software benutzt und offene Daten, ist wirklich gut. Wir haben ganz viel, viel weniger Ressourcen als die Nachrichtendienste, und wir haben nicht mal die Ressourcen wie eine Firma wie Lockheed Martin. Wir können nicht intern alle diese Software entwickeln und dann auch noch das adaptieren für People und anzupassen. Und wir wollen, dass Leute selber die Software anpassen an die eigene Situation, und das ist ganz wichtig dafür, dass das nützlich ist. Und viele von den Open-Source-Tools, die die Nachrichtendienste freigegeben haben, die sind auch
Und naja, die NSA hat ganz viel freigegeben, GAFA zum Beispiel, wir können die benutzen und können unsere Tools darauf aufbauen. Und das ist ganz passend, denn unser Ziel ist, die Möglichkeit zu kriegen, dass wir Daten auf dieselbe Art sammeln wie die Nachrichtendienste. Und was ich glaube, was wir tun sollten, wir alles sammeln, alle Daten sammeln, die wir können, und wir sollen auch müssen versuchen, viele der Fehler zu vermeiden, die die Nachrichtendienste gemacht haben. Viele Sachen sind einfach ganz schlecht, zum Beispiel, dass Leute getötet werden ohne Grund, und das ist natürlich völlig absurd. Und das Wichtige ist, dass Leute entmenschlicht werden und gefoltert werden. Und wenn Leute Daten angucken und nicht die Person ansehen, sondern nur Zahlen auf dem Bildschirm angucken, und dann ist es nicht einfach, einen Weg daran vorbeizufinden. Und ich habe mich mit diesem Problem beschäftigt und hatte Probleme damit. Und ich habe versucht, herauszufinden, wer diese Leute sind, und die mit Gesichtern zu verbinden in den Nachrichtendiensten. Und in vielen Fällen war das... Ich habe Leute erzählt, dass wir Tools haben, die Informationen sammeln und korrelieren. Und viele Leute machen sowas Ähnliches, und die Eurofox-People machen etwas Ähnliches. Und ich habe das auf anderen Konferenzen schon gesagt oder gehört. Und viele Leute sind sehr interessiert daran, was ich tue. Und einige Leute wollten mich schon anheuern und an Projekten wie XKeyscore zu arbeiten. Und aus einer Konferenz bin ich ja auch rausgeworfen worden und habe komische Anfragen gekriegt. Da war zum Beispiel einer, der hat versucht, herauszufinden, wie man mit Open Data Venture Capitalists helfen kann. Und ich weiß nicht, ob das wirklich überhaupt geht, aber dann habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass ich euch damit helfen kann. Und natürlich... Und natürlich gibt es einige negative Kommentare und einige Verwirrung. Zum Beispiel gibt es irgendwelche Erkennungssoftware. Und zum Beispiel, dass Snowden Dokumente über WikiLeaks veröffentlicht hatte und solche Verwirrungen. Und viele Leute sind aber ganz nett und manche sind ganz komisch und manche versuchen auch wirklich Leben zu retten. Und es sind nicht Leute, die anderen schaden wollen, aber es sind alles Menschen, es sind alles. Und wenn man wirklich die individuellen Leute anguckt, dann sind viele ganz erschreckt. Aber die Institute, die Organisationen bestehen auch aus Leuten. Und es ist viel einfacher, nur die Agenturen anzugucken, ganz abstrakt, und nicht darüber nachzudenken, welche Leute das sind, dass das auch Menschen sind, die entscheiden, dass mit Drohnen Leute umgebracht werden, und zu sehen, warum solche Sachen passieren. Und es hat wirklich große Vorteile, Leute, Menschen als Menschen anzusehen und zu gucken, was das für einen Einfluss hat auf die Nachrichtendienste. Und wenn man wirklich nur die Agenturen anguckt, die Organisationen, dann verliert man ganz viel. Keine Person ist ganz dafür verantwortlich. Wir sollten nicht einzelne Personen davon abhängig machen. Und die sind die Leute, die jeden Tag dafür arbeiten, um diese Aktivitäten hinzuzufügen. Jede Person ist so ein bisschen daran schuld. Und die andere Vorteile von den Leuten, dass wir versuchen können zu verstehen, was ihre Hoffnungen sind, was ihre Ängste sind, wie sie die Welt sehen. Wir können sie anschauen und wir können schauen, warum sie vielleicht ihre Inhalte ändern. Und wir können vielleicht auch mit Alternativen anfangen. Also, lass uns mal ein paar Leute anschauen und ihre Geschichten anhören. Dies ist Jason Epperson. Der arbeitet für Informationssammlung, für spezielle Operationen. Und in seiner Beispielzeit macht er Kindersport und arbeitet im Moment für den US-Mission, versammelt unterschiedliche Daten für unterschiedliche Leute, versucht herauszufinden, was für Daten sie haben, und hat 1998 angefangen und hat auch dort gearbeitet. Später, in 2004, hat er angefangen, bei den amerikanischen Staat in den USA kryptografische Bereich zu helfen. Er hat versucht, bestimmte Personen, die besonders wichtig sind, zu finden, und er hat verschiedene wichtige Leute gefangen genommen oder umgebracht, also dabei geholfen.
und arbeitet daran seit 2007. Und ganz oben steht, also in dem Resümee steht, in seinen Besonderheiten steht Prism. Und es ist möglich, dass es ein generisches Verb ist, aber wahrscheinlich ist es nicht. Ich vermute, dass es Prism ist. Und danach, als er dann gearbeitet hatte, ist er weitergegangen und hat bei Counter-Radikationswerke gemacht. Und unterschiedliche Netzwerke, soziale Netzwerke gemacht, dass er gegen Al-Qaida gearbeitet hat. Also er hat versucht, ist jetzt sicher, dass er keine Leute umbringt, aber er hilft, welche Leute böse Sachen machen. Das ist nicht das Interessante, sondern die Veröffentlichung, die er hat, ganz unten in seinem Resümee, seine Sammlung, der dafür sind Government der Daten, der Sammlung des amerikanischen Geheimdienstes für sollte. Der hat es 2010 in einer Konferenz verbreitet. Ich habe immer noch keine Kopie. Vielleicht kann man es durch eine Firma kaufen direkt oder man könnte zum Library des Kongresses gehen, die scheinen eine Kopie zu haben. Aber es könnte vielleicht sehr interessant sein. Zum einen, weil er relativ weit oben war. Der hatte mindestens 4000 Leute unter sich gehabt. Und es ist möglich, dass er vielleicht ein paar Wissen früh davon hatte und hat vielleicht auch ein paar Inhalte, Ideen dazu gegeben. Und dann auch noch dieses Data Mining amerikanischen Mitarbeiter. Das bedeutet, dass das letzte Verteidigung, die meisten amerikanischen Citizen würden vermutlich nicht vermuten, wenn die Chinesen sagen, oh, wir haben ein Messsurveillance-Programm, aber wir sagen, wir spionieren nur nach Leuten hinterher, die nicht Chinesen sind. Und das wäre das Ding, was die Leute immer sagen. Wir machen keine Spionage über amerikanische Leute. Und wenn da drin steht, dass sie das machen, ja, vielleicht machen sie denn das. Wer steht es da drin? Also eine dieser Dateien zeigen andere interessante Geschichten aus dem Leben von Menschen. Wenn sie irgendeinen der anderen Leute haben, über den habe ich schon viel geredet, Troy Marul, der hat sein ganzes Leben in dem amerikanischen Militär- und Spionagegruppe, nachdem gestartet haben, hat er seine Resümee runtergenommen. Ich habe es an einer anderen Seite gefunden, die zusätzliche Informationen hat, zum Beispiel. Der hat Diversifizierungssoftware gemacht und Abwehrprotokolle. Das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, weil er viele interessante Codewörter sagt. Das ist erstens bekannte Kennen von XK-Score 2004 und 2005. Und das sind nicht die interessantesten Teile seines Resümees. Das Interessanteste ist, später hat er, nachdem er verschiedene Standards-Datensammlungen gemacht hat, geht er hin und arbeitet für LT Stratos und sammelt und informiert spezialisierte Personen, Pen and Trace Display Views, und ich habe keine Ahnung, was das ist. Also habe ich eine Definition gefunden in einem anderen Resümee, das sagt, dass es eine Luftsammlung ist für spezielle Strahlung. Und ich habe auch wieder so Informationssammlung. Und eine Sache, die sagt, er ruft um External Review. Und er war auch nur sehr kurz. Und danach, ganz in anderen Bereichen, war er mehr als ein Jahr. Und danach, da war auch wieder nur für ein paar Monate, auch international. Und diesmal hat er mit Predator-Drohnen gemacht. Und jetzt wissen wir mehr über Air-Händler, das ist ein Programm, was veröffentlicht wurde, und das ist ein Geolokationsdatenanalysemodell. Und darin bin halt auch die ganzen Daten, die ganzen Menschen, die da gefunden wurden und so weiter. Aber, und dann geht er raus aus der Intelligenz-Community und arbeitet als verkaufter Autoverkäufer, in diesem Autoverkäufer, und interessanterweise, er ist da sehr gut drin. Er hat einige Awards gefunden, er ist einer der besten Verkäufer in der Region, also er ist da sehr gut drin. Er hat auch viele militärische Sachen gemacht, also er scheint alles gut zu machen, was er macht. Das ist eine sehr große Änderung, und vielleicht hat er einfach angefangen, die Sachen, die gesehen wurde, und mochte die nicht und wusste nicht, wie er reparieren, wie er sie fixen sollte, und dann ist er einfach weggegangen. Und dann das hier, Michael Dial.
Und Michael Dahl ist ein macht Stroversorgung. Ja, er macht das wirklich. Aber er ist nicht nur irgendeiner. Er hat Sicherheitsclearance und er geht in die geheimen Bereiche und macht dort die Installation. Viel auf Schiffen und geht auch zu Embassies, also zum Beispiel nach Afghanistan und in Irak und nach Ecuador und Serbien und macht bei denen die Kloanlagen. Und dann hat er auch ein paar Kloanlagen in Tripoli gemacht, bei einer Homeland Security Fazilität. Und das ist auch da, wo viele andere Drohnenprogramme laufen. Und es sind ein paar sehr interessante Fälle, wo da sind Leute wie Michael Dahl, die gar nicht daran direkt mitarbeiten, aber die ganzen Informationen im Resümee zeigen immer noch sehr genau, sehr interessante Details, wo die ganzen Sachen lokalisiert sind. Die geheimen Daten sind aber nicht nirgendwo, sondern es sind Leute, die da arbeiten, Leute, die da sie betreiben. Und diese Leute, die wir jetzt da finden, können wir deren von Adresskarten machen. Andere interessante Sachen. Welche Firma macht die NSA sauber? Das wären vielleicht auch interessante Anwendungen dafür. So, das hier ist eine Costa, der arbeitet in DC und arbeitet für den Defense, Department of Defense, und der arbeitet im Militär und Intelligenz, in den Spionagebereich, und 2003 hat er bei psychologischen Operationen gearbeitet. Er hat psychologischen Operationen in Paraguay, Kolumbien und Bolivien gearbeitet, und das sind zum Teil der Drogenagentur in Amerika und den CIA. Und das sind auch einige Leute, die in psychologischen Operationen bei der DEA, also bei der Drogenadministration, gearbeitet hat. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe da keine Daten spezifisch drüber gearbeitet. Aber vielleicht sollte man da mal reinschauen, warum da so viele von denen da sind. Und dann geht er nach China, in Irak, und arbeitet dort in derselben weiter. Menschliche Informationen. Und eine andere interessante über Julian Costa ist einer der Leute, der sein Resümee gelöscht hat, nachdem IC Watch gestartet ist. Das ist einer, deswegen habe ich ihn gefunden. So, nachdem IC Watch gestartet wurde, haben viele Leute sehr gut interessiert sind, und wir haben auch viele Threads bekommen. Wir haben nur Daten, die Leute eigenständig hinein gepostet hat über das, was sie gemacht haben. Wir machen keine Adressen oder sowas. Und wir machen es nur suchbarer, genauso wie Google es macht. Aber viele der Leute in den Intelligence Communities haben uns gesammelt. In den ersten Wochen haben wir jeden Tag eine neue Antwort bekommen. Ein paar davon waren sehr interessant und haben gezeigt, dass sie teilweise nicht komplett Sachen durchdenken. Zum Beispiel dieser Typ, Alexander Janovic, der hat sich eine sehr nette E-Mail geschrieben, recht nett, und hat gesagt, er kann nicht verstehen, warum ich ein IC-Watch bin, aber weil er nicht in Überwachung ist. Er ist eine private Firma, die macht überhaupt nichts mit Überwachung. Also habe ich sein Profil mir angeschaut und ich sehe, dass er für eine israelischen Informationen sind, das sind ein paar militärische, aber da hat er viele Jahre gearbeitet, nicht nur für den Pflichtteil, und die Intelligence Unity nach Palästinern ausspioniert. Und dann habe ich geschaut, wo er jetzt arbeitet. Und er arbeitet für eine Firma, die arbeitet für Verint. Und durch deren Webseite machen sie Software, die Daten von Telefonabhörungen auswertet. Ich vermute, das macht irgendwas mit Überwachung. Ich weiß nicht, warum er sagt, das hat überhaupt nicht Überwachung. Mal schauen. Natürlich, für jedes Profil ist so ein bisschen komische Sache. Das ist die Frage, dass jeder selber das anschaut und nochmal nachschaut. Und ein paar andere Leute haben auch, nicht drin sein wollte, haben auch interessante Informationen gemacht. Der hat uns zum FBI ausgezeigt, wegen Terrorismus, und der arbeitet als Übersetzer für diese Firma. Und ich habe auf sein Profil geschaut, und da sagt er viele sehr interessante Codewörter drin. Es macht nicht so viel Sinn damals, so ZB, und ein paar Wochen später hat der Intercept dieses Artikel über Skynet
veröffentlicht und es ist benutzt, um Machine Learning zu benutzen, um Reisedaten zu analysieren. Und der hat zufällig auch viele Firmen gesagt, die sie da drin gearbeitet haben und die als Fähigkeiten und als Sprachpersonen, die hauptsächlich darin gezielt wird. Weiß ich nicht sicher, ob er in diesem Projekt mit ist, aber zumindest in etwas Ähnlichem. Das ist auch sehr interessant. Und viele Leute sind einfach wütend da. Manche sind netter als andere, manche fragen nur und bitte das Profil unternehmen. Da waren Angst, da waren wütend, dann haben Todesdrohungen geschickt und Drohungen und viele Leute. Und ICWatch die ganze Zeit offline und wir wollten sicher sein, dass wir die Daten nicht auf einmal runternehmen mussten. Und das Einfachste dafür ist, sicherzustellen, dass man die Daten nicht selber runternehmen kann. Und darum haben wir ICWatch nach WikiLeaks weitergeschoben und die waren sehr gut, uns dabei zu helfen. Also vielen Dank an WikiLeaks. Aus dem Publikum kommt ein kein Problem. Und viele Leute haben ihr Resümee runtergenommen als Antwort auf ICWatch und spezifisch 1040 Leute haben das, aus den anfänglichen 23.000, und viele Leute haben es editiert und haben es privat gemacht. Und seit des Updates, nicht nur die Anzahl der vorhandenen Resümees, haben wir auch die ganzen initialen Resümees wieder gesammelt und sie können auf die Seite gehen und schauen, welche geändert wurden, welche privat gemacht wurden und so. Das kann man alles sehr einfach sehen. Und ein paar dieser zeigen Details, die Leute vorher nicht veröffentlicht hatten am Anfang. Und zeigen auch sehr interessante Updates, wo Leute inzwischen arbeiten. Wir können Leute bewachen, die sich von Job zu Job ändern. Zum Beispiel Microsoft Costa, der original ICWatch, und 2012 hat er in Guantanamo gearbeitet. Hat hauptsächlich versucht herauszubekommen, wie man Angriffe auf Guantanamo unterbinden kann. Und er hat mit einem psychologischen Team gearbeitet und hat versucht herauszufinden, ob die Chinese irgendeinen Coup versuchen. Und dann hat er angefangen, für die Air Force zu arbeiten. Da hat er bei Drohnenintelligenz gearbeitet und das Zielen und wer dafür verantwortlich war, das Upgrade von Datenbanken. Datenbanken, die viele Informationen drin haben darüber, wie die Missionen laufen und laufen sind, welche Informationen dafür benötigt werden. Das Interessante ist überhaupt nichts davon, sondern das, was sich damals geändert hat in der Zwischenzeit. Und zwar, das ist, dass er weitergegangen ist und arbeitet für eine andere Firma. Es ist immer noch für diese Firma, die nennt sich SOS International oder SOS Analyst. Und der musste die Firma verlassen für das On-Site-Coaching, um Marcus, weil er jetzt nach Baseball-Möglichkeiten in Deutschland arbeitet. Er arbeitet dort für diese Firma SOS International, eine der Webseiten. Und die haben die Liste der Städte, wo sie drin arbeiten, diese sechs Städten, zusammen mit Guantanamo und ein paar anderen, weniger, mehr interessanteren. Und im vergangenen Rekord in Guantanamo und so zu arbeiten, wahrscheinlich machen sie irgendwas sehr Interessantes. Und diese Veränderungen, wo Leute arbeiten, kriegen wir raus, dass wir Leute Sachen herausfinden, die wir sonst nicht bekommen würden. Aber es ist nicht nur offene Daten, die wir sammeln. Mit denselben Tools können wir auch für andere Daten natürlich benutzen. Zum Beispiel haben wir ein Search-Tool gemacht für alle veröffentlichten Dokumente und mit Codewords drin und von bestimmten Ländern und PDF-Daten. Und wir haben auch eine Hackint-Daten. Und als die rauskamen, gab es einen Torrent, der viele Leute hatten die Daten noch nicht. Und dann haben wir es angeboten und es hat 57 Millionen Hits in den ersten Tagen. Und dann haben wir gemerkt, dass es ein Problem hatte und es
kostete uns ganz viel Geld, wenn jemand die große Datenmenge runtergeladen hat. Und das war interessant, aber das Problem hat sich jetzt gelöst. Und wenn wir das zur Verfügung stellen können, dann finden wir hoffentlich jemanden, der genug Platz hat dafür. Und dann haben wir ein Tool gemacht für die E-Mails von dem Hacking-Team. Und man kann da durchgehen wie im normalen E-Mail-Client und es gibt Netzwerkgrafen und dann kann man sehen, die Verbindungen zwischen Sendern und Empfängern sehen. Und die Intelligence Community hat eine Reihe von Disziplinen, in denen sie Daten sammeln. Signal Intelligence, Open Source Intelligence, Human Intelligence, Messungen von Signal Intelligence und die haben alle diese verschiedenen Quellen, aus denen sie Daten sammeln können. Und ich glaube, wir sollten versuchen, das zu duplizieren, denn es gibt ganz viele Quellen, aus denen wir Daten sammeln können und wir müssen finden, aus welchen wir noch sammeln können und die zusammenbringen. Und das sind zum Beispiel welche, wo ich mich viel mit beschäftigt habe. Das ist Open Source Intelligence, ganz offene, zum Beispiel ICWatch. Und das ist aber nur ein ganz kleiner Teil von dem Ökosystem, aus dem wir unsere Daten beziehen können. Und es sind zum großen Teil sind Leute, die Sachen, die Leute veröffentlicht haben. Und das ist sehr schwierig zu benutzen, denn da gibt es ganz viel von und es muss gesammelt werden und korreliert werden und zusammengebracht werden. Und man kann nicht einfach das manuell benutzen und aber nicht weitreichend genug. Also wir machen das einfach zu benutzen. Und die andere Möglichkeit ist natürlich Dokumente, die geleakt wurden und die sind jetzt öffentlich und die zeigen Korruption und andere problematische Fälle. Aber es kann auch benutzt werden, um andere Daten, weitere Daten zu sammeln. Und die veröffentlichten Dokumente untersuchen wir, um Codewörter zu finden, um sie mit ICWatch zu korrelieren. Und sobald wir Daten sammeln über geheime Sachen, die vorher unbekannt waren und jetzt bekannt sind, dann können wir Daten darüber finden und dann können wir auch Daten rausfinden über unbekannte Codewörter, über die wir sonst gar nicht finden würden. Und dann gibt es natürlich Dokumente, die von der Regierung freigegeben wurden durch zum Beispiel Freedom of Information Acts und das natürlich werden Teile zurückgehalten und es ist nicht ideal, aber es kann wie die beiden anderen Typen in Kombination benutzt werden mit den anderen und dann kann man offene Daten benutzen und um solche Anfragen zu stellen über Freedom of Information und das Ziel von dem Transparency Toolkit ist, das easy, einfacher zu machen, um solche Daten zu benutzen, so wie die Nachrichtendienste das auch machen, die Daten von überall sammeln. Und natürlich ist unser Ziel nicht, Leute umzubringen oder gottartige, allwissende Leute zu sein, sondern wir wollen eine Struktur der Verantwortlichkeit machen, um rauszufinden, Überwachungsprogramme zu finden und Menschenrechtsverletzungen rauszufinden. Und wenn wir diese Leute und Firmen finden können, die daran beteiligt sind, dann können wir rausfinden, wer was macht. Und wir können auch Anfragen stellen über ganz bestimmte Verträge, über bestimmte Programme. Und dann können wir auch Gerichtsprozesse anstrengen gegen bestimmte Firmen. Und wir können konkretere Aktionen planen, die wir sonst nicht machen könnten. Und wir müssen nicht länger nur vermuten, was passiert. Das heißt, Open Source Informationssammlung ist sehr hilfreich dafür. Und es hilft uns auch, Sachen früher zu finden. Viele von den veröffentlichten Dokumenten wurden schon vorher veröffentlicht in offenen Datenquellen. Und wenn wir schon vorher herausfinden können, wo diese offenen Quellen sind und herausfinden, was die sind, dann wissen wir auch, welche Daten uns fehlen und dann können wir Informationsfreiheitsanfragen stellen. Aber alles dies ist wirklich ein riesengroßes Projekt und wir können Das funktioniert nicht, wenn nur ganz wenige daran arbeiten. Wir brauchen mehr Leute, wir brauchen Aktivisten, die uns sagen müssen, wie sie die Daten benutzen wollen. Wir brauchen Journalisten, die Daten sammeln. Und wir müssen mit Menschenrechtsaktivisten arbeiten, mit deren Forschung und mit Gerichtsprozessen. Und wir brauchen weitere Forscher, die offene Daten für ihre Arbeit benutzen wollen. Wir brauchen weitere Datenbanken wie ICWatch. Das braucht gar keine besondere Expertise. Man kann dann einfach Daten suchen und es ist nicht wirklich sehr schwer, aber
wenn man alle diese Daten kombiniert, diese obskuren Termini kombiniert, dann findet man plötzlich raus, aha, das ist das, was die machen. Und dann findet man völlig absurde Sachen raus, zum Beispiel, dass sie einfach deine E-Mails lesen oder Leute umbringen. Und wir brauchen Softwareentwickler, die mit bei der Entwicklung helfen, rausfinden, wie alle diese Tools zusammenpassen sollten. Und wenn irgendjemand daran interessiert ist, mit uns zusammenzuarbeiten, um die Nachrichtendienste der Welt zu beobachten, und ich glaube, das klingt ziemlich verrückt, aber und viele Leute haben mehr Ressourcen, sind viel erfahrener als ich, aber wenn wir weitermachen können, so wie wir angefangen haben, mit einfachen, vereinzelten Aktionen, und wenn wir das koordinieren, dann sollten wir alle Daten sammeln, die wir können, und sehen, dass wir sie effektiv kombinieren können zu konkreten Zielen. Und wir müssen dies natürlich mit freier Software und offenen Daten machen. Gegen solche mächtigen Gegner müssen wir alle Tools benutzen, die wir haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt haben wir Fragen und Antworten. Bitte geht zu den Mikrofonen auf beiden Seiten. Wir nehmen jetzt. Also ich würde gerne fragen über Dokumente, die gescannt sind. Die sind manchmal nicht ganz offiziell, und wenn die offen sind, wie viel Arbeit, was für ein Workflow habt ihr damit, mit OCR zum Beispiel, um diese zu untersuchen? Ja, das hängt von Dokument zu Dokument unterschiedlich. Ein bisschen ein paar Open-Source-Software wie Tesseract, die sind relativ gut, aber das funktioniert nicht immer, wenn es, teilweise muss man sehr genauer sein, kann zum Beispiel ABI benutzen. Das ist aber nicht frei, ich arbeite zu Relativen für diese Dokumente, um die Klassifikationsheader zu entfernen, und das funktioniert überhaupt nicht mit Tesseract. Tesseract funktioniert für die meisten Sachen. Ja. Das war. Danke. Haben wir noch eine Frage? Ja? Ja. Jemand fragt auf IRC, was würdest du empfehlen der NSA? Was. Wieso haben du. Was? Wofür braucht ihr alte Daten? Ist die Frage. What would you recommend to the NSA? Was würdet ihr der NSA raten, Das Beste, was sie machen können, ist einfach aufhören, Daten zu sammeln. Insbesondere die Daten, die sie irgendwo illegal sammeln und irgendwo auffangen. Es gibt wahrscheinlich einiges davon, vielleicht ein bisschen sinnvolles Tracking, was sie machen, aber das ist sicherlich nicht die beste Methodik. Danke. Hallo. Vielen Dank. Das war einer der besten auf diesem Kongress. Ich habe mich gefragt, was ihr denkt über die Fragen, dass wir nicht dieselben Fehler machen sollten. Und ich bin nicht ganz sicher, dass das sicher ist, weil ich, nach dem, was ich schon in anderen Communities gesehen habe, bei Extremisten zum Beispiel, die wird es geben, und die werden diese Daten missbrauchen. Und dann erlaubt es einen politischen Angriff auf dich, und sie werden sagen, du hast das verbrochen, auch wenn es nicht wahr ist. Das heißt, wie willst du dich verteidigen dagegen? Ich glaube, es ist schwer, gegen sowas verteidigen, weil man nicht Leute raten kann, was sie machen. Man kann es auch benutzen, wenn sie es selber sammeln. Ich war ziemlich überrascht, als wir jetzt die C-Watch gemacht haben, habe ich niemanden gehört, der jemand Anschuldigungen bekommen hat. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der darüber konfrontiert hat, weil aufgrund von IC-Watch angegriffen wurden. Der einzige Angriff war theoretisch, das einzige war auf C-Watch, also von der Intelligence Community auf uns. Und ich war sehr überrascht über die Fähigkeit, dass das Internet es nicht macht. Vielleicht, wie ich es gemacht habe und weil ich es auf einem individuellen Level gemacht habe und dass ich klar gemacht habe, das sind Leute. Das macht es so ein bisschen unwahrscheinlicher, dass Leute wirklich auf die versuchen anzugreifen. Habt ihr versucht, eine Art Benutzungsrichtlinien zu entwickeln? Aber wenn jemand was macht, dann
könnt ihr sagen, das ist gegen unsere Richtlinien, damit ihr keine Vorwürfe machen könnt? Ich glaube nicht, dass wir das wirklich durchsetzen können. Wir versuchen, sicher zu sein, wie wir das sagen. Es sind Leute, es sind nicht böse Leute, es sind normale Leute, die für die Geheimdienste arbeiten. Und ja, also irgendwelche Richtlinien zu erarbeiten, ist sicherlich eine gute Sache. Hallo. Das Erste, erstens mal vielen Dank, das war ein sehr guter Vortrag, dass es erstmals es möglich macht, zurückzukämpfen auf legaler Basis für Leute, die bestrafen wollen. Und was ich zu sagen habe oder meine Frage ist, ich habe in den letzten 3 oder 4 Jahren in IT-Forensik gearbeitet und das heißt, ich weiß, wie viel Arbeit das ist, solche Daten zu sammeln und in gute Kondition zu bringen, sodass andere das lesen können, um ein Ziel zu haben. Und was ich persönlich denke, dass es sehr wichtig ist, und das könnten sehr wichtige Daten sein für Leute. Und wie stellt ihr sicher, dass dass sensible Daten, die ihr zum Download anbietet, dass die sicher bleiben? Und, also das war die erste Frage. Und die zweite ist, habt ihr darüber nachgedacht, über Verifikation? Ihr sammelt ganz viele Daten und in ein paar Jahren will jemand anders gucken, ob diese Daten auch richtig sind. Das heißt, könnt ihr die Quellen verifizieren oder eine MD5-Checksumme machen an diesem Tag und an diesem Datum? Ist das verifiziert und ist korrekt? Für zur ersten Frage. Ich glaube nicht, dass irgendwelche, ich weiß nicht, was du meinst, verstützen. Es sind Leute, die ihre Daten öffentlich veröffentlicht haben. Die haben gesagt, hey, sie wollen das nicht super sicher haben. Sie haben es im öffentlichen Internet veröffentlicht. Und ich glaube nicht, dass da wirklich ein Grund ist, es noch weiter zu schützen. Und für die zweite Frage, Verifikation, das ist ziemlich kompliziert. Wir haben ein paar Datenzentren in der Intelligence Community, sind schwer zu beweisen. Jetzt haben wir verschiedene Resümee-Seiten und manche können wir dieselbe Person, das selbe Resümee auf unterschiedlichen Seiten finden. Da können wir die andere Profile schauen, ob die damit übereinstimmen. So viel Daten sammeln wie möglich. Ich habe einen Fingerprint gemacht, einen Fingerprint hinterlassen, wenn ich auf der Webseite bin und dann dir sagen, das ist genau das. Das ist schwer, um das wirklich sicherzustellen, wenn man die ganzen Text hat und die ganze Seite und so weiter. Dann hat man es ganz veröffentlicht auf GitHub und da kann man das verifizieren, aber... Eine Frage von oben. Hallo. Community Extremist hier. Ja, ein Community Extremist. Und ich möchte etwas sagen, dass ich denke, was Julian gemacht hat für das Leaking, das macht ihr für die Analyse. Und denn Transparenz ist nicht genug, man braucht auch Aktionen. Das heißt, ich hoffe, dass jemand MC und Transparency Kit, dass ihr eure volle Unterstützung gebt für dieses Projekt. Ja, und dafür ist auch ein Applaus angebracht. Ganz bestimmt der beste Vortrag auf diesem Kongress. Und ich glaube, es wäre gut, wenn ihr euch fokussieren könnte auf amerikanische und insbesondere die Police Academy Graduates, die Fotos davon zu sammeln, um in die Richtung von Gesichtserkennung zu gehen, sodass wir Undercover-Polizeibeamten erkennen können. Und ich glaube, es wäre großartig, wenn ihr einen Wizard machen könntet. Alle finden Wizards ganz toll und alle mögen Unix. Wenn du einen Fire Wizard machen könnt und wir können einfach automatisch zum Beispiel mit Microp zusammen interessante Sachen machen können. Es gibt hier ein bestimmtes Gewicht und viele arbeiten an diesem geheimen Projekt und es ist diese Organisation und automatisch daraus Sachen zu erzeugen und ein bisschen zusätzliche Transparenz zu initiieren. Und ich glaube, das wäre ein Weg, diese
Informationen zu nehmen und auf eine legale Weise. Und natürlich gibt es andere Sachen, die nicht legal sind, aber es sollte legal sein. Aber es wird nicht immer alles auf legalen Kanälen passieren. Und ich hoffe, ihr baut das weiter aus, um zu allen Informationsagenturen der ganzen Welt. Und ihr habt ein ganz wichtiges Ding beschrieben, und diese Leute sind nicht böse. Und das Böse als solche gibt es gar nicht. Diese Leute sind die Banalität des Bösen. Leute, die Fußballtrainer sind, die einen Hund haben und die Sex mit der Frau haben und die außerdem auch Leute mit Drohnen umbringen. Danke. Wir haben eine Frage. Noch eine Frage. Wie einfach ist es, Unterstützung für neue Datenbanken hinzuzufügen? Hängt davon ab, wo die Quelle ist, wie die Seite aufgebaut ist. Aber generell ist das nicht zu kompliziert. Das neue Informationen hinzufügen braucht man nicht wirklich programmieren, aber es ist nicht kompliziertes Programmieren. Man hat Libraries, die es relativ einfach machen. Also man braucht Programmieren. Wenn ihr irgendwelche anderen Informationenquellen habt, dann könnt ihr sie hinzufügen. Mein Lieblingsteil ist der List von warum Leuten eine Sicherheitseinstufung verweigert wurde und warum es dann wieder entfernt wurde. Ja, das wäre interessant. Es gibt keine weiteren Fragen? Wir warten noch einen Moment. Ja? Gestern wurde gesagt, dass wir sicherstellen müssen, dass sie wissen, dass wir sie beobachten und sicherstellen, ja, dass sie wissen, dass sie beobachtet werden von uns. Und irgendwann werden sie angeklagt werden auf die eine oder andere Art. Und ich glaube, ihr macht genau das, und das finde ich großartig. Seid ihr schon so weit, dass ihr darüber nachdenkt, dass ihr anfangen könnt, wirklich rechtliche Schritte einzuleiten gegen einzelne Personen aufgrund der Informationen, die ihr mit den Tools gesammelt habt? Wir arbeiten mit ein paar Rechtsanwälten zusammen. Wir schauen ein paar Sachen an. Irgendwelche Informationen, habt ihr gewisse Situationen, wo man das wirklich anwenden könnte, dann könnt ihr mit uns reden. Aber im Moment schauen wir mal nach. Können den Rest nichts machen. Danke. Nochmal bitte von oben. Ich wollte nur sagen, dass ihr eine Vision habt und mit ganz viel Leidenschaft, viel mehr als alle anderen, mit denen ich hier zusammengearbeitet habe. Und es ist mir eine große Ehre. Ja, und ein bisschen weiter, das ist Brandon, der auch bei Transparency cool macht. Der macht die wunderschöne Benutzerinterface, das wir gesehen haben. Ich würde dann nochmal gerne fragen, eine Frage, auf die ich die Antwort weiß, aber es ist ganz faszinierend. Ich frage mich, ob ihr darüber sprechen könnt, über Sachen, die ihr gelernt habt aus der südafrikanischen Widerstand gegen die Apartheid. Und zum Beispiel, was inspiriert euch zur Gerechtigkeit, zum Beispiel eure Erfahrung am MIT? Oder wenn ihr nicht darüber reden wollt, dann tut es mir leid, dass ich gefragt habe, aber ich glaube, ihr möchtet darüber reden. Und 2 Minuten. Ja, okay. Ich vermute, es sind vor 3 Jahren, dass ich, vielleicht kann ich jetzt drüber reden. Also vor 3 Jahren war ein Fall. Wahrscheinlich hat jeder von Edward Schwartz gehört. Und der wurde überprüft, weil Leute von einer Website runtergeladen hat. Und ich habe versucht, die MIT rauszufinden, was MIT gemacht hat. Vielleicht ein paar von den Leuten sind auch hier, und wir haben versucht, ihm zu helfen. Und im Endeffekt, erblich durch den Prozess, hat er einfach Angst bekommen. Und gesagt, es ist einfach, uns risikoreicher wäre für uns, ihm zu helfen. Und eine der Sachen, die ich in diesem Prozess gemacht habe, war, ich habe eine Umfrage zu den ganzen Professoren in MIT gefragt und ihre
Meinung zu seinem Fall befragt und ob sie sagten, dass seine Aktionen gut waren. Und ich habe viele Antworten bekommen. Eine waren sehr nett und waren Support, eine waren sehr stark und dass er eine Dreck vom Menschheit ist. Und das Hardware Center von Ethic hat das geschrieben und waren sehr schlimm. Und anfänglich hatte er Zugang zu dieser Datenbank und irgendwie über den letzten Jahren unterschiedliche Sachen gemacht hat er nicht mehr Zugang zu bekommen. Er hat mich gefragt, wieder Zugang zu bekommen. Damals habe ich irgendwas Research-Ethik und ich habe gesagt, es ist kein Grund, dass er sie sieht. Kann ich die Fragen ohne Namen haben, weil es ist dumm, weil Namen sind das interessanteste Punkt der Daten. Und ich habe ihn weggelassen. Wenn ich die Namen gebe, dann könnte das vielleicht etwas gewesen sein, dass das benutzt wird, um MIT-Helfer dabei zu wissen. Ich glaube nicht, dass es eine große Änderung gemacht hat, aber es ist einfach eine der Sachen, die mir wirklich die Kraft von Daten zu individuellen, auch innerhalb von Institutionen gezeigt haben. Das habe ich wirklich dort gefühlt und ich möchte das nicht nochmal machen. Danke. Vielen Dank. Leider haben wir jetzt keine Zeit mehr, aber vielen Dank, dass ihr da wart. Das war ein sehr interessanter Vortrag.